mich jetzt schon mal herzlich dafür bedanken. Das ist, auch wenn das vielleicht noch ein, also in Anführungszeichen klein, also dass ich noch ein kleiner YouTuber bin, ist das trotzdem für mich eine große Zahl. Und dass ich einfach 100 Leute, also fast jetzt 100 Leute, die Zeit genommen haben, den Abo-Button zu drücken, um keine Videos mehr zu verpassen, weil ihnen das vielleicht gefällt und so. Das freut mich unglaublich und deswegen dachte ich mir, ich mache ein kleines Special und zwar vielleicht ein Q&A oder ein Roomtour. Deswegen bräuchte ich da jetzt eure Hilfe. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet. Ein Q&A oder ein Roomtour-Video. Und ich glaube, wenn ich es nicht vergesse, ist hier oben nochmal eine Abstimmung. Und ja, ansonsten schreibt es mir wirklich nochmal in den Kommentaren. Und falls ihr Q&A wollt, dann schreibt mir doch bitte direkt mit darunter die Frage, die ihr mir stellen wollt. Und ich blende die Kommentare dann immer im nächsten Video ein. Also ich hoffe, das ist kein Problem. Falls ihr es nicht möchtet, könnt ihr das da gerne in den Kommentaren schreiben. Aber ich denke, die meisten haben dagegen nichts. Und ja, dann beginnt jetzt auch das Video. Viel Spaß! Ich mache das jetzt übrigens immer so, wenn ich gerade mal diese normalen, also keine Roleplays mache, dann benutze ich den Greenscreen, um meinen Hintergrund schwarz zu machen. Als mein übliches, also als ich es davor gemacht habe, einfach Licht aus. Schreibt mir auch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das findet.
müsste das abschneiden, wenn dann nicht, aber es geht ja auch hier.
gewesen, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, das sollte man irgendwie formen können, das wird dann härter und das soll dann springen wie so ein Ball. Und ich habe es halt nicht wirklich geformt und deswegen ist es etwas komisch. So sieht das aus. Also ist ein bisschen kaputt. Ja, ist anstrengend ein bisschen zu kneten, aber es macht Sound. Klingt etwas wie so ein... Oh, das krümelt. Klingt etwas wie so eine Art Schwamm oder so. Zumindest das hier mal kurz her ist. Wie so ein getrockneter Schwamm oder sowas. Boah, ja, es ist krümelt. Das ist richtig anstrengend, das zu kneten, weil das schon so hart ist. Ach, Mann, ich hasse diesen Gegenstand, ich hätte ihn nicht nehmen sollen. Noch so leise ein bisschen. Ja, ich denke, das reicht. Das ist nicht wirklich ein guter Trigger. Ja, der ist mir leider nicht so gelungen, wie ich es mir ein bisschen erhofft hatte, aber kann man auch nicht dran ändern. Oh Mann, jetzt ist hier noch so ein bisschen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Nacht und wir sehen uns. Ciao.